Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von meinem Flammenmeer-Display. Ich werde als nächstes mir die Booster hier raussuchen mit dem Mega Glurak X. Das ist das Mega Glurak Y und das hier ist das Mega Glurak X. Diese Booster kann ich schon einmal beiseite packen, denn die habt ihr nicht gewählt. Bleiben jetzt noch die Pyroleo Booster und die Mega Kangama Booster und ihr habt gewählt. Die Mega Kangama Booster wird es in diesem Video geben. So, was danach immer so folgt, das werde ich dann immer in den jeweiligen Videos anmoderieren. Jetzt gibt es hier aber erst einmal satte Pokémon-Booster auf die Ohren, die ich hier anlässlich meines Flammenmeer-Displays öffnen werde. Ich hoffe auf guten Pull. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen für guten Pull, damit das hier auch herrlich funktionieren kann. Mit dem guten Pull. Ein Taubsi, Leufeo, Sneeber, Samurzel, Flebebe, ein Flebebe Reverse und als Rare ein Visenior. Dann haben wir noch ein Adressbuch. Ein Seejung, ein Flordelis. Und das war's für dieses Booster. Nächstes Booster wird direkt hier anbei geöffnet. Dann kommt hier einmal der Online-Code weg. Und dann werde ich hier mal gucken. Wir haben hier nochmal einen Flebebe, ein Skunkaboo, ein Shinox, ein Parfi, ein Leufeo, ein Iguana als Reverse und als Rare, ein Boilin, ein Luxio noch zum Schluss, ein Galoppa und ein Schmied. Schade, schade, dass es hier bis jetzt noch nicht so ganz herrlichen Pull gegeben hat. Ich hoffe, das wird sich noch ändern bei den Mega Kangama Boostern. Ein Visor, ein Zwirrlicht, ein Roselia, ein Viscora, ein Flebebe. Meine Güte, das Flebebe kommt häufig vor. Dann ein Barmelin, das finde ich sehr cool, das Artwork ist cool, die Karte gefällt mir an sich sehr gut. Und als Rare, Kangama EX Full Art. Ach du Scheiße. Nein, geil. Wuhu. Mega Kangama EX Full Art. Ach du Scheiße, ist das geil. Richtig nice die Karte. Boah, hammer, hammer hart. Das sieht man hier unten, das ist, boah, nee, da ist der Schatten, aber man sieht's, dass es ein silberner Stern ist. Boah, Krang, muss ich kurz selbst bestaunen, erstmal hier von nah. Boah, ist das nice, ist das nice. Drittes Booster hier und direkt so herrliche Karten. Boah, ist das nice. Zauberasche haben wir dann noch. Zwirrklopp haben wir noch. Und Hyperball haben wir noch. Ja. Boah, nice, 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 nice. Mega Kangama EX. Full Art.
Habe ich jetzt ganz vergessen, aber ist doch eine IX, oder? Ja, da steht IX. Ja. So, die Karte ist allgemein so hell, helle Farben gewählt. Und auch das IX ist in einer sehr hellen Schrift gehalten, deswegen konnte ich das IX jetzt gerade nicht mehr so lesen. Muss ich nochmal nachschauen, weil es gibt ja auch Karten, das sind nur Full Arts. Ja. Da weiß man dann natürlich nicht ganz genau Bescheid, ob das jetzt wirklich IX Full Art ist oder nur Full Art. Aber das ist ein Mega Kangama IX Full Art. So, herrlicher Pull, herrlicher Pull. Also, wir haben hier einen Tanzer, ein Visor, ein Bhagshwar, ein Arktip, ein Roselia. Als Reverse haben wir eine feurige Fackel. Dann haben wir ein Pyroleo als Rare und zwar eine Holo. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Ein Galoppa, ein Pokémon Center Dame und ein Libiskus und ein Tanzer. Feurige Fackel ist die Reverse. Ich bin so blöd, ich habe das hier vergessen, die Reverses rauszulegen. Das muss ich noch mal eben kurz machen. Sind ja nur, dürften ja eigentlich nur zwei gewesen sein, die ich da vergessen habe. So, muss natürlich alles auch nach der Norm immer gehen. Muss natürlich alles immer so schön richtig geordnet sein. Jedenfalls ist das bei mir so. Ich habe da gern so eine Norm drin. Ja, manche Leute sehen Reverse-Karten auch als wirklich herrliche Karten an und geben dafür etwas mehr. Deswegen lege ich die immer gesondert hin. Weil für manche sind das auch Holo-Karten, ja. Weil sie eben komplett glitzern. Ja. Kann ich nichts für, ist aber so. Seemobs. Zurokicks. Leufeo, Viscora, Algit, Zwirfinst als Reverse, das müsste sogar eine Rare sein. Yes. Und als Rare haben wir ein Sneebuna. Dann noch ein Blanas, ein Dartignis und ein Hyperball. Yep. Wir nähern uns in diesem Video dem Ende zu. Das hier ist das vorletzte Booster. Sneeber, Flebebee, Datiri, Shinox, Ganoville. Als Reverse haben wir ein Marakamba. Das ist keine Rare und als Rare haben wir ein Smetbo. Dann haben wir noch einen Käufer, einen Rockaiman und ein Pokémon Fanclub. Das gibt jetzt das letzte Booster für dieses Video. Das letzte Mega Kangama Booster. Hier haben wir einen Arktip, Bhagshwar, Kleinstein mit einem coolen Artwork, Flebebee, Skookpoo, Algit, als Reverse und als Rare ein Holo und zwar ein Viscogon. Sehr geil. Dann haben wir noch einen Magnetsturm, ein Seejung und ein Adressbuch. Ja, also, das war richtig herrlich, dass ich mir hier locker flockig aus dem Ärmel, kann man sagen, ein Mega Kangama EX Full Art gezogen habe. Boah, nicige Karte. KP. Nice, nice. Kann ich nicht anders behaupten.
Ja, das war's auch schon wieder von mir, leider. Ich habe die nächsten Booster geöffnet. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video zu meinem Flammenmeer-Display. Bis dahin. Tschüss.